So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Half-Life. In der letzten Runde bin ich ja hier so ein bisschen stecken geblieben, weil ich nicht so recht wusste, wie es weitergeht. Ich habe mich einfach mal auf eigene Faust auf den Weg gemacht mit diesem, naja, entlang dieses Tracks hier. Und, Momentchen kurz. So, das musste nicht sein, dass ich gerade über Strecke gelaufen bin, weil ich habe noch gar nichts gemacht. Und, genau. Wollen uns jetzt nicht weiter provozieren, aber mir ist noch eine Sache eingefallen, so während ich halt die Pause gemacht habe. Früher gab es ja noch, wie soll ich sagen, gewisse Sprungmechaniken, die etwas anders waren als heute. Oder jedenfalls ist es heute nicht mehr so populär, wie es früher mal war. Und zwar sogenannte Duck Jumps. In der Luft die Crouch-Taste oder Bücken. Taste oder Kriechentaste drücken, dann genau, kann man sozusagen die virtuellen Beinchen einziehen und das hilft einem ungemein. Also, ne, so komme ich jetzt hier nicht rüber, aber wenn ich meine Beinchen einziehe, dann komme ich hier rüber. Gut, ne, das ist mir nämlich wieder eingefallen. Ja, gut, dass man hier wieder mal eine Pause machen kann und hier ein bisschen HIV Human irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Und ich denke mal, jawohl, dass dort die was ist denn das eigentlich für ein Geräusch hier? Ich höre hier doch was. Und ich, genau, ich glaube, dass ich mit dem durch das Nicht-Einsetzen des dieses Duck Jumps oder wie auch immer man den bezeichnen möchte, durchaus einige Sachen verpasst habe hier im Spiel. Das freut mich natürlich nicht so sehr, aber gut, so sei es drum. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Aber ich kann nachladen, das ist auch was. Da hinten die Schiene ist auch aufgegangen. Aber die haben wir, glaube ich, hier schon aufgestellt. Hier können wir durchfahren, ne? Haben wir ja schon alles gemacht, die ganze Action in der letzten Folge. Abgegriffen und genau, jetzt kommen wir hier hin. Wow, das geht automatisch. Uah! Apropos automatisch. Ich dachte, die hatten wir ja schon alle besiegt. Ja. Okay. Komme ich hier nochmal runter? Das ist bestimmt auch noch irgendwo ein Gegner. Hä? Haben wir die denn nicht alle schon? Ja, haben wir sie denn nicht? Keine Ahnung, aber es ist ja noch mal einigermaßen gut gegangen. Insofern, gehen wir noch mal hier runter. Zack. Ups, das war die Konsole. Die nicht ganz richtige Taste, aber da ist noch was. Eins, zwei, drei. Bams. Ha. Ha. Kann ich da dran schießen? Ich meine, ja, ich kann da dran schießen, aber... Ha. Ach, Momentchen, da war doch was. Da konnte man auch so einen lustigen Trick machen, oder? War das nicht so? Ha. Ich weiß nicht so recht. Momentchen mal. Noch kurz ein Quick Save, da bin ich jetzt nochmal gerade etwas neugierig. Ich möchte mal kurz hier runter. War eine schlechte Idee. Moment, Moment. Dann war hier vielleicht was. Ja. Oh nein. Es gab auf jeden Fall... So, also nochmal. Ich meine nicht nochmal runterstürzen, sondern nochmal das Ding hier abgreifen, weil hier war nämlich... ein bisschen Sekundärmunition für
diese Waffe, die nicht zu unterschätzen ist. Also, ne, die Wichtigkeit dieser Sekundärmunition hier. Die ist nämlich ganz toll. So, apropos ganz toll. Gehen wir nochmal hier weiter. Ach so. Wie kriege ich das Ding denn? Ist ja ausgeschaltet. Ah. High Voltage. Wie kriege ich das ausgeschaltet? Ja, muss es da auch noch irgendeinen Kniff geben. Sag mal, was ist denn los? Warum komme ich denn hier so überhaupt nicht weiter? Ich wette, das geht hier mit. Aber... dazu müsste ich hier noch eine Etage runter. Hier. Also, gehen wir nochmal hier hoch. Es war jetzt ein bisschen lame, muss ich sagen. Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt da unten irgendwie... können wir jetzt hier unten... Naja gut, können hier was abgreifen, aber so richtig weiterhelfen, das ist jetzt auch nicht. Ja, dann, ja, keine Ahnung, müssen wir den Lift halt nochmal rufen. Etwas enttäuscht von dem vom Outcome dieser ganzen Odyssee hier. Da hinten geht es ja nicht weiter. Ja, dann weiß ich nicht. Da müssen wir halt im Schutz dieses Gerätes halt hier durch, denke ich mal. War schnell. Okay. Sind ja gar nicht getroffen worden. Bams. Ich dachte, man wird ja total gebrutzelt und alles, aber nein. Gut. Dann war das ja verschwendete Lebenszeit. Ist immer gut. Ja. Und ich sag das einfach so hier, ne? Die verschwendete Lebenszeit ist ja nicht so, als wäre das nicht sehr wertvoll. Also Lebenszeit. 1, 2, 3. Und ab dafür. Uha! Ah! Ah! Nein! Oh, Mann, ey! Oh nein! Wo fängt das wieder an? Mecker, mecker, mecker. Ist aber auch anstrengend. Nee, warte, die brauche ich zuerst hier. So, ducke ich mich hier, aber nur zur Vorsicht. Das machen wir mal so. So, dann machen wir mal direkt den hier. Och nee, jetzt treffe ich ja nicht. Ja, schmeiß doch Granaten nach mir. Ja, ja, ja. Weißt du was? Ja, fang doch meine Granaten ab. Ja. Okay, der hat es gerade selber in die Luft gesprengt. Weil er hier irgendwie einen von dieser... eine dieser Kisten hier erwischt hat. So, das heißt, hier sollten wir durchkommen. Hier noch eine Pause abwarten. Und zwar jetzt.
Zack. So, ja gut, dass wir ein bisschen Sekundärmunition eben abgegriffen haben. Also, ich möchte mal das Wort ändern. Sekundärmunition klingt so mechanisch. Aber wie nennt sich das? Granaten. Nennen wir es einfach mal schlicht und ergreifend Granaten. Ja, ich sehe schon hier die Fallen, aber, ups, ich sehe noch nicht, warum die triggern sollten. Wow, das war knapp. So, nachdem, nee, hä? Wann ist denn hier mal, also hier definitiv nicht, aber. So, hier warten wir auch mal und nachdem. Gut, geht's weiter, alles klar. Wow! Das war knapp. So, gehen wir mal ein bisschen langsamer hier voran und... So, der guckt ein bisschen so durch die Luft, weil weil es hier so schön ist, aber... Naja. Nehmen wir mal seine Munition mit. Okay. Nein, wir sollten ja uns definitiv schneller durchbewegen. Keine Ahnung. War das jetzt richtig? Ja und nein. Bleibt er stehen oder fällt er runter? Er bleibt stehen. Naja, immerhin. So, ich geh jetzt hier runter und, oh Gott. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen wir den... Ah, auch... Wow! Auch noch mit hier. Fiese Falle. Wow! Hier stehen ja noch... super viele rum. Ah, das sieht hier nicht gut aus. Huch! Ja, sage mal, wo kommst dann du her? Das sieht ungesund aus hier. Scheiße. Wow. So, der ist weg. Und, tja, wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Ich meinte natürlich so. Haha! Sehr gut. So wird's gemacht. Ich höre hier Dinge. Das ist das Radio. Denn... Moment, ist hier hinter noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, die sind auf Rache aus uns gegenüber, weil wir anscheinend irgendwas kompromittiert haben, was die hier vorbereitet haben. Aber das soll mir gerade mal ziemlich egal sein. Stattdessen, okay, wir haben volle Energie. Ja! Ja! Geht's noch? Hallo? Ja, wir lassen das Ding jetzt mal irgendwie komplett in Ruhe, weil es, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine... Oh, es geht natürlich, geht's nicht auf. Doch, es geht auf.
Weil es irgend so eine komische Maschine ist und die, weiß ich nicht, lasse ich jetzt echt mal in Ruhe. Stattdessen beginnen wir es mal hier hin. Ich hoffe mal, es beginnt ein neues Kapitel. Wow, voll. Wie er mich voll getroffen hat mit der Granate gerade. So. Mach mal auf. Vielleicht probieren wir das mal auf die Art und Weise. Schmeißen da jetzt einfach mal ein Granätchen rüber. Boah, Mist, ey. Die treffen aber auch nicht schlecht. Mit ihren alten... Ja, klar. Gut, das heißt, ich muss hier ein bisschen mehr in Bewegung bleiben, denke ich mal. Und zwei von denen habe ich auf jeden Fall schon mal erwischt. Alles klar. Ja, so geht's auch schon mal viel besser. Und, ach so, hier hätte ich mich natürlich auch hinsetzen können, das habe ich nicht gesehen. Egal, nicht so schlimm. So, einmal... Lohnt sich da oben eine Granate reinzuschmeißen? Da ist bestimmt auch irgendwer. Irgendwer wird da sein. Ich höre die doch schon. Oh Mann. Okay. Hier muss ich extrem vorsichtig sein. Komme ich hier so ohne weiteres durch? Ja, war klar. Ja. Es geht halt gerade nicht anders. Ich schmeiße mal eine Granate rein und es bringt nichts. Was kann ich denn noch durch den Laser schmeißen? Ach so, die kann ich natürlich auch bewegen. Na ja, gut. Gut, ich glaube, probieren wir es mal auf dem Weg hier. Oha. Bam. So, hat sich auch endlich mal die Schrotflinte als sehr, sehr nützlich erwiesen. Hier kommen wir so ohne weiteres nicht durch. Hier braucht man einen Scanner. Launch. Ja, wir wollen natürlich hier etwas launchen, aber... was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas gerade gedrückt. Was war das? Ich glaube, ja, dass ich ja irgendein Secret entdeckt habe und nein, ich möchte noch nicht diesen roten Knopf da drücken. Das mache ich, das mache ich erst, nachdem ich hier so ein bisschen die Gegend erkundet habe. Denn hier gibt es auch bestimmt noch ein paar dolle Dinge zu entdecken. Gibt's aber nicht. Satellite Portal Array. Aristides offline. Er kriegt das Ding dann ja irgendwie online.
Ich sehe jedenfalls gerade nicht wie. Na gut, dann probieren wir es einfach mal. Okay, wir launchen hier die Rakete. So, und weg ist sie. Stellst du die Frage, was uns das jetzt im Sinne dieses Spielverlaufs hier gebracht hat? Also, wo wir jetzt hier weiter kommen? Hier unten? Ne, ich hab keine Lust, nochmal hinzugehen. Hier komme ich jetzt nicht so ohne weiteres durch. Na ja, gut, dann müssen wir mal den sauren Apfel beißen, nochmal zurückgehen. Und zwar den richtigen Weg, wenn es geht. Ach, ich dachte, es funktioniert, aber es funktioniert nicht. Muss ja nur. Nein! Oh. Ja. Da muss ich halt mal vorbeikriechen. Nein! Oh Mann, ey. Boah, die Steuerung ist aber auch schwammig. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Nein! Hier runter komme ich jetzt auch nicht. Interessant. Naja. Moment. Emergency blast door activated. Okay, das Ding ist ruhig. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Boah, das Ding ist nicht ruhig. Was für eine Sauerei. Kam ich denn jetzt hierher? Hier kam ich her, okay. Gut, na dann, dann war das ja doch der richtige Weg. Boah, wie viel Energie mich das jetzt wieder gekostet hat. Ja. Ich muss sagen, in den wenigsten Spielen war ich gut da drin. Hier solche, wie heißen die Dinger, naja, diese Fallen einzusetzen hier, diese Bewegungs, hier diese Teile auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. So.